Hallo, in dem kleinen Video zeige ich euch, wie ihr die aktuellen Buchungen macht, wenn ihr die kleine Steuer machen wollt und habt jetzt was gekauft und wollt es in diesem Jahr eingeben, einfach eine aktuelle Buchung eingeben bei Text 2022 ist das momentan von Bool Data, also das, was man beim Aldi und so weiter bekommt als Standard. Dazu müssen wir sehen, ich habe hier gerade was Autoteile bestellt bei ATP Teile, weil ich diese gerade für mein Video verwenden will. Aber wann immer ihr was habt, was ihr Kosten habt, Kosten, die ihr als Betriebsausgabe habt, also Aufwendung von dem. So, dann geht ihr da hin, dann macht euer dieses Text auf, das ich da schon gekauft habe. Text 21, Text, habe ich das richtige? Text 21 Professional. Da. Ach ja, genau. Das ist ja kleiner Hinweis. Die neue Version fürs nächste Jahr gibt es ja noch nicht. Also muss ich die Software in diesem Jahr eingeben. Also muss ich die Text 2021, mir schreibe das Jahr, Raumschiffjahr 2021 schreiben wir und die Software, die heißt auch 2021, ist aber, ich weiß, es ist konfus, die ist für 2020 und jedes Jahr muss man das Ding neu kaufen, kostet zwischen, je nachdem welche Version man nimmt, eigentlich reicht die kleine Version, kostet, ich glaube 14 Euro oder 14 Euro kostet die normale Version, die reicht eigentlich voll und ganz und da ist diese Steuervorschau mit drin und bei der Standardversion ist keine Umsatzsteuer mit drin, aber die ist eigentlich eh für die Katz zum Teil. Aber gut, die größere kostet 34 Euro. Okay, war ein kleiner Ausschweifer. Und jetzt nochmal, wenn man was eintragen will, man hat ja die Steuersoftware vom letzten Jahr, fürs letzte Jahr. Und wo gibt man das ein? Man gibt hierzu Steuervorschau. Steuervorschau. Wenn man das aufgemacht hat, wir sind hier Text 2021. Die neue gibt es noch gar nicht bei Bool Data. Steuervorschau, da gibt man das Zeugs ein für das kommende Jahr. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das euch einfach an der Videokamera zu zeigen. Und dann gehen wir, wo sind wir gelandet? Habe ich irgendwas falsch getippt? Wir gehen mal nochmal zur Programmauswahl. Jetzt habe ich wahrscheinlich was falsch getippt. Steuervorschau wollte ich anklicken. Und dann gehen wir hier auf die Steuervorschau, wenn wir noch keine angelegt haben im Jahr, dann machen wir eine Neuanlage, ansonsten öffnen und dann bei Öffnen. Und die Daten kann man dann später fürs nächste Jahr übernehmen. Dann sind wir jetzt hier drin. Achso, ja, okay. Und dann machen wir hier diese Gewinneinkünfte. Ich markiere mir das hier oben immer. Dann haben wir hier bei freiberuflich alles das, was man... wo man zusätzlich was gemacht hat, also was nicht Lohn ist. Ja. Es geht jetzt hier nur um Lohn. Da sind wir hier bei Betriebsausgabe. Ich habe mir hier auch so ein Häkchen oben gemacht. Und da sind wir jetzt, wenn wir sowas gekauft haben, dann machen wir jetzt, wo machen wir das? Wo buchen wir das ein? Waren, Rohstoffe, Fremdleistungen, Auftrags-, Personalkosten, Abschreibung, Fahrkosten, Miete. Nehmen wir sonstige Betriebsausgaben, Bürobedarf, Miete, Erhaltungsaufwendung haben wir alles nicht. Werbekosten ist es auch nicht. Reparaturen von Naturkosten, weitere Betriebsausgaben. Tjo, dann würde ich sagen, entweder mache ich es dort rein, bei weitere Betriebsausgaben, da steht es halt da mit drin. Zurückgezahlte Corona-Ding. Sind eigentlich Waren, Rohstoffe, Hilfsmittel. Waren, Rohstoffe und Hilfsmittel sind es. Und sonst weitere Betriebsausgaben und weitere Betriebsausgaben. Und da tippt er das ein und da tippt er das einfach ein und dann habt ihr es fürs nächste Jahr. Da, eigentlich ist es einfach. Du musst nur reinschreiben. Datum, was ist es? Ein Werkzeugkasten bei mir jetzt. Bruttobetrag, fertig. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Klarheit schaffen. Wie gibt man die Sache ein?